Heute schauen wir uns das Spielhaus von Peppa Woods an. Mit dabei ist eine Spielfigur, eine komplett eingerichtete Küche, ein Badezimmer, das Zimmer von Peppa und ein Wohnzimmer. Aber ich würde sagen, wir packen das Ganze jetzt erstmal aus und schauen es uns dann genauer an. Hier sehen wir schon das Dach des Hauses und die Peppa-Figur. Einfach den Kunststoff wegmachen und dann können wir das Haus komplett herausziehen. Und dann aufstellen. So sieht das Ganze dann von hinten und von vorne aus. Und die coolste Funktion zeige ich euch jetzt. Da müsst ihr einfach oben einen Hebel umdrehen und dann könnt ihr das komplette Haus bzw. die Wand des Hauses aufklappen. Und auch hier könnt ihr noch ein Teil zur Seite schwenken. Und im Inneren erwarten uns die ganzen Einrichtungsgegenstände. Wie ein Stuhl, die Badewanne, der Fernseher, auf dem natürlich eine Peppa Woods Folge läuft, eine Treppe, natürlich die Peppa Spielfigur mit beweglichem Kopf und beweglichen Beinen, ein Tisch, ein Stuhl und wo das Ganze jetzt hingehört, zeige ich euch jetzt. Die Bodenplatte stecken wir zwischen Küche und Bad ein, einfach einklipsen. Und die Seitenwand unten einstecken. Die Treppe für den Peppas Zimmer einfach einklipsen. Dann haben wir noch unten ein kleines Teil zum Umlegen, um die Bodenplatte zu stabilisieren. Und dann kann auch schon die Badewanne, der Tisch und die Stühle eingerichtet werden. Der Tisch und die Stühle kommen vors Haus, in den Garten. Die Couch kommt natürlich ins Wohnzimmer und der Fernseher auch noch und Peppa könnt ihr auch noch dazu stellen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns das genauer an und fangen mit dem Wohnzimmer an. Hier haben wir die Couch, Peppa und den Fernseher und oben drüber ist das Zimmer von Peppa und George. Hier haben wir ein Hochbett mit einer Treppe, die ins obere Geschoss des Hochbettes führt, mit einem kleinen Teddybären und natürlich passt die Spielfigur da perfekt rein. Da ist also genügend Platz für Peppa und George. Dann geht's weiter links mit dem Badezimmer. Hier haben wir die Badewanne mit einem Duschkopf, verschiedenen Hähnen, einer Toilette rechts und einem Waschbecken. Und auch hier passt die Spielfigur von Peppa perfekt rein. Hier haben wir Zahnbürsten, eine kleine Quietschente und unten haben wir natürlich noch die Küche, komplett eingerichtet mit einem Ofen, Waschmaschine, Kühlschrank mit Stickern und draußen vor der Tür wartet noch der Garten mit den Tischen und den Stühlen und wenn ihr die Beine von Peppa eingeklappt habt, könnt ihr sie auch hinsetzen. Und daneben noch ein kleiner Weg, den ihr mit dem Auto befahren könnt. Das wär's dann vom Peppa Woods Spielhaus. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben oder den Kanal abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.